Was ist die allerwichtigste Sache in deinem Leben, in diesem Augenblick? Du bist jetzt lebendig, oder? Sadhguru, das ist okay, Sadhguru, aber ich habe ein Bündel von 1000 Rupien, Sadhguru, aber ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Das ist in Ordnung, das ist jetzt auch wichtig. Aber was ist jetzt das Allerwichtigste? Du bist jetzt lebendig, nicht wahr? Weil du lebendig bist, ist deine Familie wichtig geworden, dein Geld ist wichtig geworden, dein Land ist wichtig geworden, so viele andere Dinge sind wichtig geworden, nur weil du jetzt lebendig bist. Und das ist das Allerwichtigste, dass du jetzt lebendig bist, ist die wichtigste Sache in deinem Leben. Angenommen, du wachst morgen früh auf. Du weißt, jeden Tag sterben fast 250.000 Menschen auf dem Planeten einen natürlichen Tod. 250.000 Menschen sind gestorben, aber du nicht. Morgen früh bist du aufgewacht. Überprüfe mal, bin ich am Leben? Wenn du am Leben bist, wirst du dir ein großes Lächeln geben? Falls du am Leben bist, wenn nicht, werde ich dich entschuldigen. Wirst du dir ein großes Lächeln geben, wenn du am Leben bist? Und wenn 250.000 Menschen gestorben sind, haben mindestens 2 bis 3 Millionen Menschen jemanden verloren, der ihnen lieb ist. Überprüfe also diese 3, 4 Menschen, die in deinem Leben sehr wichtig sind. Alle von ihnen sind heute am Leben. Ein weiteres großes Lächeln. Dann überprüfst du die Zeit. Es ist 11.30 Uhr. Du lebst noch immer. Halte das nicht für einen Witz. Was hier tickt, ist nicht die Uhr, es ist dein Leben. Es ist nicht die Uhr, die wegtickt. Es ist dein Leben, das wegtickt. Und es ist 12 Uhr, du lebst noch immer. Du musst mir das versprechen, dass jedes Mal, wenn du die Zeit überprüfst, musst du dir ein Lächeln geben, wenn du noch am Leben bist. Wenn du tot bist, bist du entschuldigt. Aber so viele Menschen gehen auf der Straße, als ob sie ihre Haltung für ihr Grab üben. Keine Sorge, das ergibt sich natürlich, bitte. Der Tod ist super effizient, er braucht keine Übung. Wenn er stattfindet, boom, hundertprozentig. Niemand ist jemals ineffizient gestorben. Die Menschen leben ineffizient, aber niemand ist ineffizient gestorben. Also versprichst du mir das, jedes Mal, wenn du auf die Uhr schaust, musst du dir ein Lächeln geben. Immer noch an. Immer noch an. Du weißt nicht, wie es passiert. Weißt du es wirklich? Weißt du, wie das passiert? Nein. Und so viele Menschen, die so wirklich waren, genau wie du und ich, pupp, und sie sind weg. Einfach weg, nirgendwo zu sehen. Wenn du einmal auf den Gedanken der Sterblichkeit kommst, wird dich das deprimieren. Es wird dich ängstlich machen. Wenn du jeden Moment damit lebst, wird es dich absolut überschwänglich und lebendig machen, weil es nur diese eine Sache ist, dass dies nicht für immer ist. Das ist nur für einen kurzen Zeitabschnitt. Und je freudvoller du bist, desto kürzer wird es. Wenn du ekstatisch bist, verschwindet es im Nu. Ja, wenn du es ausdehnen willst, musst du dich wirklich elend machen. Sonst wird es im Nu einfach weg sein. Wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du so lebst, dass du in jedem Moment diese eine Sache zu schätzen weißt, und nur eine Sache, weil das Allerwichtigste in deinem Leben ist, dass du jetzt lebendig bist. Lebendig zu sein, vollkommen lebendig, hundertprozentig lebendig, ist das Allerwichtigste. Denn nur wenn etwas zu 100% lebendig ist, kann es wunderbare Früchte tragen. Stell dir vor, du hast eine kleine Pflanze in deinem Haus, oder sagen wir einen Mangobaum in deinem Haus. Er ist so, der dich einfach imitiert. Kannst du machen, dass er mit viel Süße herauskommt? Nein, er ist in hohem Maße lebendig. Jetzt kannst du Süße davon erwarten.
Niemand muss den Mangobaum, der lebendig ist, leeren, bitte gib Süße. Ohnehin wird er sie hervorströmen lassen, nicht wahr? Elende Menschen müssen gelehrt werden. Bitte sei liebevoll, bitte sei nett zu Menschen, sanft zu Menschen, tu dies, tu das. All diese Dinge sind notwendig, weil du auf irgendeine Weise halblebendig geworden bist. Wärest du auf überschwängliche Weise lebendig, wäre es natürlich für das menschliche Bewusstsein, jeden Moment deines Lebens Süße abzusondern. Wir wissen nicht, was für großartige Dinge du tun wirst oder nicht. Wir wissen nicht, ob du den Mount Everest besteigen wirst oder nicht. Wir wissen nicht, ob du schneller laufen wirst als Mr. Bolt oder nicht. Wir wissen nicht, ob du der reichste Mann oder die reichste Frau der Welt sein wirst oder nicht. Aber diese eine Sache, die du für dich selbst tun musst, diese eine Sache, die du verdienst, diese eine Sache ist hundertprozentig in deinen Händen, dass du hier als freudvoller Mensch leben kannst. So viel ist jedem von uns möglich. Unsere Fähigkeit, die Welt um uns herum zu verbessern, ist abhängig von verschiedenen Gegebenheiten. Manche Dinge funktionieren nicht, weil viele Kräfte involviert sind. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber ob wir in unserem Leben alles tun, was wir tun können oder nicht, hängt davon ab, dass du nur dann, wenn du von Natur aus freudvoll bist, das heißt, wenn du keine Angst vor dem Leiden hast, nur wenn du keine Angst vor dem Leiden hast, wirst du es wagen, dein Leben in vollen Zügen zu leben. Alles, was du tun kannst, wirst du tun. Wenn wir in unserem Leben nicht tun, was wir nicht tun können, ist das kein Problem. Aber wenn wir nicht tun, was wir tun können, sind wir ein katastrophales Leben. Es ist mein Wunsch und mein Segen, dass du nicht so eine Katastrophe wirst. Alles, was du tun kannst, muss in diesem Leben geschehen. Wenn das geschehen muss, ist das grundlegende, notwendige Ambiente, dass du aus deiner eigenen Natur heraus ein freudvoller Mensch bist. Wie spät ist es? Immer noch an. Machen wir es so. Danke. Thank you.